Sehr geehrte Damen und Herren, Gesundheitsversicherung statt Krankenkasse. Das ist natürlich in der Kürze sozusagen ein bisschen auch der Marketingtauglichkeit geschuldet, dieser Slogan. Was meinen wir damit? Was meint damit mein Haus, die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft? Im Großen und Ganzen ist unsere Absicht oder die Linie, zu der wir gerne etwas beitragen möchten, weg von der Reparaturmedizin und hin zur Vorsorge. Das aus mehreren Gründen, weg von der Reparaturmedizin. Erstens einmal die beste Krankheit unter Anführungszeichen ist natürlich jene, die man gar nicht erst bekommt. Man erspart sich Schmerzen, man erspart sich menschliches Leid. Zum einen, zum anderen heißt natürlich auch weg von der reinen Reparaturmedizin Sicherstellung der Finanzierbarkeit. Wird natürlich auch leicht übersehen, der ständige Fortschritt in der Reparaturmedizin hat natürlich im Fall des Falles große Vorteile, hat aber natürlich auch große Nachteile im Hinblick auf die Systemfinanzierbarkeit. Wir wollen unsere Versicherten mit einem kleinen Denkanstoß, mit einem kleinen Mosaikstein, den ich dann abschließend noch zeigen darf, orientieren zur Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit und eben, wie gesagt, ein bisschen weg von der klassischen Reparaturmedizin, wie sie so schön heißt. Kein vernunftbegabter Mensch wird das erste Hubschrauber-Service machen, nachdem er das erste Mal abgestürzt ist. Den Zugang wird niemand haben, vermutlich. In der Gesundheit haben wir ihn leider derzeit. Im kardiovaskulären Bereich ist es gang und gäbe, bevor es nicht ein bisschen zwickt oder zwackt, lässt man das eigentlich nicht ansehen. Sie behandeln, oder viele Menschen behandeln ihr Auto besser als ihren Körper. Das ist in mehrfacher Hinsicht keine gute Idee und wir wollen versuchen, dagegen etwas zu tun. Ganz kurz, zwei Teile im Vortrag. Zunächst einmal ein kurzer Ausblick auf den volkswirtschaftlichen Aspekt der Gesundheitsausgaben, sowohl was unsere österreichische Situation betrifft, als auch die internationale. Ich halte nichts von punktuellen Betrachtungen. Eine Jahresbetrachtung sagt aus meiner Sicht sehr, sehr wenig bis gar nichts aus. Daher möchte ich Ihnen zeigen, die österreichische Entwicklung über zwei Jahrzehnte in den Gesundheitsausgaben, dann ein bisschen eine Gegenüberstellung international und etwas, was vielleicht ein wenig zum Nachdenken anregt, wie viel für die Prävention ausgegeben wird im Vergleich zur Finanzierung des kurativen Systems, also der eigentlichen Behandlung. Im zweiten Teil dann erlauben Sie mir ein paar Worte zu einer konkreten Initiative, die mein Haus gerade setzt in Richtung Gesundheitsversicherung und Anreizsystem zum gesunden Leben und zur Prävention. Sie haben hier die Gesamtgesundheitsausgaben in Österreich begonnen mit 1990 bis 2009. Beachten Sie bitte, das ist geldwertbereinigt, also es ist inflationsbereinigt. Sonst wäre das ja nicht dramatisch, wenn man sagt 178% gegenüber 1990, weil wir natürlich in 20 Jahren eine beträchtliche Geldentwertung auch ganz normal haben. Die ist hier aber rausgerechnet. Es ist also hier tatsächlich so, dass in Geldwert wir eine Steigerung um 78% hier haben, von 17 Milliarden umgerechnet auf 30 Milliarden im Jahr 2009. Das ist ganz klar, wenn man sich das sozusagen als Kurve vorstellt, und auch den Zuwachs im BIP, im Bruttoinlandsprodukt, dann werden wir natürlich mit dieser Kurve über kurz oder lang an unsere Grenzen stoßen. Interessant ist auch, dass die öffentlichen Gesundheitsausgaben, die mittlere fettgedruckte Zeile,
geringfügig stärker gestiegen sind und die privaten Gesundheitsausgaben geringfügig mit 150% geringer gestiegen sind. In Summe aber, wie gesagt, von 17 Milliarden auf 30 Milliarden von 1990 auf 2009. Das ist eine durchaus beachtliche Steigerung. Wie liegen wir international? Eigentlich sehr interessant, im Prozent, die erste Spalte im Prozent des Bruttoinlandsproduktes, des BIP, liegen wir innerhalb der EU mit unseren großen Benchmarks, sozusagen Frankreich und Deutschland, fast gleich auf. Mit etwas über 11% des BIP. Das kann man sagen, 11% des BIP ist natürlich gewaltig. Andererseits muss man sagen, das Gesundheitssystem ist für uns ein sehr, sehr wichtiges, ein fast zentrales gesellschaftspolitisches Instrument und daher investiert nicht nur wir, wie wir sehen, sondern auch andere Staaten, wie zum Beispiel auch die Schweiz, in etwa 11% des BIP. Ganz interessant, Japan, ja an sich mit einer sehr, sehr hohen Lebenserwartung ausgestattet, auch wenn sich jetzt herausgestellt hat, dass viele sehr alte Japaner nicht mehr am Leben waren, sondern nur die Familie weiter die Pension kassiert hat. Aber selbst wenn man diese Einzeleffekte rausnimmt, hat Japan immer noch eine sehr, sehr hohe Lebenserwartung und auch eine sehr, sehr hohe, einen sehr, sehr hohen Beschäftigungsgrad im Alter und investiert etwas über 8% des BIP. Hingegen die USA als extremes Gegenbeispiel über 16%. Eine Zeit lang hat man angenommen, es besteht hier eine Korrelation zwischen dem Anteil des Bruttoinlandsproduktes, der ins Gesundheitssystem investiert wird, und dem Staatsanteil. Das heißt, wie viel zahlt der Staat über so und so viele Kanäle, über so und so viele Finanzierungsströme und wie viel zahlen die privaten Haushalte, wenn ich es jetzt in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sehe. Diese Zahlen deuten auf so eine Korrelation nicht hin. Wenn Sie sich das, die zweite Spalte kurz betrachten, sehen Sie, innerhalb der normalen, also der großen EU-Staaten und wenn wir jetzt Österreich daneben stehen, stehen wir in einer sehr, sehr engen Bandbreite um die 75% Staatsanteil, öffentlicher Anteil an den Gesundheitskosten und in etwa die Differenz, der Rest ist Messungenauigkeit laut OECD, in etwa die Differenz private Haushalte. Japan mit einem vergleichsweise günstigen Gesundheitssystem, aber einem höheren Staatsanteil. Die USA, das gerade Gegenbeispiel, sehr hohe Gesundheitsausgaben, sehr hoher Anteil am BIP, relativ geringer Staatsanteil. Und die Schweiz, wenn man so möchte, überhaupt ein Ausreißer mit in etwa vergleichbaren BIP-Anteil, den auch Österreich aufzuweisen hat, aber einem deutlich niedrigeren Staatsanteil an den Gesundheitsausgaben. Das heißt also, so eine plakative, vordergründige Korrelation, die weniger ausgeben, haben entweder einen höheren oder einen niedrigeren Staatsanteil, eine solche ist nicht zu erkennen. Also hier die leicht ideologische Debatte, weniger Staat oder mehr Staat im Gesundheitswesen, also eine unmittelbare Korrelation zum Anteil am BIP ist hier derzeit nicht erkennbar. Hier in dieser Grafik sollte dargestellt werden die Entwicklung der Pro-Kopf-Ausgaben, der jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben pro Einwohnerin oder Einwohner in der Staatengegenüberstellung. Hier liegt Österreich sehr weit vorne. Der rote Balken sind also die 2008er Per-Kopf-Ausgaben, kaufkraftbereinigt in US-Dollar. Da sind wir 2008, waren wir da an dritter Stelle hinter Luxemburg und den Niederlanden. Interessant ist auch die Dynamik, die hier erkennbar ist. Die Dynamik ist in dieser Grafik eingearbeitet mit den schwarzen Punkten. Je weiter oben der Punkt ist, desto stärker sind sozusagen die Gesundheitsausgaben angewachsen, je weiter unten, desto geringer. Hier sieht man, dass die Dynamik in Österreich ein wenig eingebremst wurde. Der entsprechende Punkt ist hier auf dem österreichischen Balken eher im Mittelfeld. Und man sieht hier auch sehr interessant, dass verschiedene Staaten
eine völlig unterschiedliche Politik fahren, auch bei ähnlichen Ausgangspositionen. Beachten Sie bitte eher in der rechten Hälfte Slowakei und Ungarn. Slowakei und Ungarn waren beide relativ weit unten bei den Gesundheitsausgaben pro Kopf. Ungarn hat relativ wenig Steigerung drinnen, also der schwarze Punkt ist relativ weit unten. Im Fall der Slowakei ist er an der Spitze bei ca. 14% Steigerung der Gesundheitsausgaben. Also zwei Nachbarstaaten, die relativ ähnliche Ausgangssituationen haben, fahren hier offenbar eine völlig unterschiedliche Politik. Das System reagiert, das ist eigentlich die gute Nachricht aus meiner Sicht, das System ist änderbar. Wir haben hier die Aufnahmequoten in den Akutspitälern, die roten Balken sind der EU-Durchschnitt, die Absolutzahl bedeutet jeweils Anzahl der Aufnahmen in ein Akutspital per 100 Einwohnerinnen und Einwohner. Also hier im Verlauf über die Jahre, begonnen mit 1990 bis 2008. Sie sehen hier, das bedingt durch die hohen Bettendichte in Österreich, Österreich weit über dem EU-27-Schnitt liegt. Sie sehen aber auch, dass die Verweildauer zum Beispiel, das sind die beiden Kurven oben, die violette und die senfgelbe Kurve, beeinflussbar ist. Ab 1997 war die Verweildauer unter dem EU-Schnitt. Jetzt kann man fragen, warum? Ein interessanter Einflussfaktor ist, dass 1997 die Spitalsfinanzierung umgestellt wurde auf das sogenannte LKF-System. Seit damals wird das Spital bezahlt nicht nach Tagen, sondern im Wesentlichen nach Indikation, die behandelt wurde. Das heißt, seit 1997 bekommt ein Akutspital für eine Blinddarmoperation im Großen und Ganzen immer das Gleiche, ganz unabhängig davon, wie lange die Patientin oder der Patient im Spital verweilte. Interessanterweise schneiden sich in diesem Jahr die beiden Kurven. Und seitdem ist die Verweildauer in österreichischen Akutspitälern unter dem EU-Schnitt. Man kann natürlich Kausalität nicht beobachten, das ist schon klar, ne? Aber im Grunde ist das eine recht interessante statistische Erkenntnis. Also das System ist sehr wohl beeinflussbar, das ist nicht alles naturgesetzlich gegeben, es ist sehr wohl möglich, logistisch, das durch logistische Maßnahmen das Gesundheitssystem zu beeinflussen. Vielleicht zwei kurze Zahlen noch, wie viel gibt mein Haus, die SVA der gewerblichen Wirtschaft, eigentlich für Prävention aus? In der Krankenversicherung, wir haben zwei Zweige, Kranken- und Pensionsversicherung, in der Krankenversicherung schwache 7 Millionen Euro. Das kann man sagen, 7 Millionen Euro ist viel Geld. Allerdings im Vergleich zu dem, was wir für kurative Medizin ausgeben, nämlich im Jahr 2009 748 Millionen Euro, handelt es sich hier also um einen Anteil von 0,91%, den wir für Prävention aufgewendet haben. In der Pensionsversicherung ist es leider in der statistischen Ausweisung vermischt. Hier wird nämlich in eine Zahl zusammengenommen, das, was die Pensionsversicherung, was der Pensionsversicherungszweig an Gesundheitsvorsorge zahlt, Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit, ist die etwas sperrige Bezeichnung, ist aber gemeinsam in einem Topf mit dem, was wir für Rehabilitation aufbringen, also sprich für Anschlussheilverfahren in Reha-Einrichtungen nach Operationen. Das waren immerhin 2009 45,8 Millionen, allerdings in Anbetracht eines Gesamt-PV-Aufwandes von 2,65 Milliarden Euro immer noch relativ bescheidene 1,73%. Wir sind in Konsequenz auch, nachdem das alle anderen Träger ganz ähnlich machen wie wir, sind wir derzeit bei 1,5% Präventionsanteil an den Gesamtkosten im Vergleich zum Beispiel mit Deutschland, die bei circa 3% Anteil Prävention bei den Gesundheitsausgaben sind.
Soweit so gut oder soweit noch nicht gut, was können wir tun? Wir wollen nicht die Weltmeister in der Analyse und die Bezirksmeister in der Änderung sein, sondern wir wollen ja auch etwas bewirken, wir wollen ja auch etwas tun. Was wollen wir als SVA im Rahmen unserer Möglichkeiten mit unseren 5-10% Versicherten, die wir halt in Österreich betreuen, tun? Im Großen und Ganzen wollen wir einen Anreiz setzen, dass Selbstständige, die aktiv ihre Gesundheit in unserer Terminologie managen, auch davon etwas haben. Welche Instrumente stehen uns dafür zur Verfügung? Wir haben als SVA der gewerblichen Wirtschaft ein Selbstbehaltssystem und genau dort setzen wir an. Das heißt, unser Konzept oder unsere Idee hier in diesem Zusammenhang ist, dass versicherte Patienten, im Idealfall ja nicht, sondern Versicherte, die hier aktiv zur Gesundheit etwas tun, eine Halbierung des Selbstbehaltes dann auch bekommen. Das heißt, dann nur noch, ist ja auch noch spürbar, aber zumindest 10% statt 20% des Selbstbehaltes für ärztliche Hilfe und zahnärztliche Hilfe dann zu bezahlen haben. Also immerhin eine Halbierung dieser Selbstbehalte. Das System stellt ab auf 5 Faktoren, relativ praxisorientierte Faktoren. Also wir wollen keine Messwerte aus irgendwelchen Blutanalysen, wo man sich nicht einmal die Parameter merken kann, geschweige denn überhaupt versteht als Laie, wie diese Parameter beeinflussbar sind, sondern wir wollen ganz simple Parameter hier verwenden und wir verwenden sie auch schon, die wirklich auch für medizinische Laien nachvollziehbar sind und auch motivierbar sind. Das ist Blutdruck, das ist das Gewicht, das ist der positive Einfluss der Bewegung, das ist also der Tabakkonsum und auch in Österreich natürlich ein ganz besonders heikles Thema, der Alkoholkonsum. Das Ganze beginnt mit einem sogenannten Gesundheitscheck, im Normalfall im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung, wo also unsere Versicherten mit der Hausärztin, mit dem Hausarzt Gesundheitsziele festlegen zu diesen 5 Faktoren. Hier ist jetzt natürlich ganz wichtig, das wurde dann in der medialen Diskussion ein wenig schräg dargestellt. Hier ist natürlich jetzt ganz wichtig, wenn jemand gesund ist und wenn jemand in diesen 5 Faktoren sehr gut liegt, na, dann muss er natürlich nicht vorher zunehmen, rauchen beginnen und also sich dreimal täglich eine Flasche Wein genehmigen, um nachher wieder gesund zu werden. Das wäre ein völliger Unsinn. Niki Lauder dann sagt, ein völliger Schwachsinn. Sondern wenn jemand gesund ist, dann lautet das Gesundheitsziel selbstverständlich gesund bleiben. Hingegen, wenn ein oder mehrere dieser Faktoren einer Verbesserung bedürfen, dann ist das Gesundheitsziel liegt dann in der Verbesserung dieses Einflussfaktors. 6 Monate später gibt es ein Evaluierungsgespräch wiederum bei der Hausärztin oder beim Hausarzt, wo dann hoffentlich feststellbar ist, dass die vereinbarten Ziele erreicht wurden. Sobald diese Evaluierung positiv ausgegangen ist, gibt es im Antragswege der Krankenversicherung, ist leider alles im Antragsweg, bei der SVA die Selbstbehaltsreduktion und dann ist man vom Lebensalter abhängig 2 bis 3 Jahre mit dieser Selbstbehaltshalbierung ausgestattet und danach beginnt sozusagen dieser Zyklus Gesundheitsziele festlegen und Evaluierung wieder von neuem. Beispiele für solche Gesundheitsziele, damit man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was hier gemeint ist, Blutdruck, der ist immer so plakativ, heißt der stille Killer, die Hypertonie tut nicht weh, sie bringt einem aber mittel- und langfristig um. Gesundheitsziel, Blutdruck 140-90, das ist eine moderate Sache, also die ganz strengen Internisten verlangen 135, wir haben uns also auf 140-90 verständigt, der obere Blutdruck ist der maßgebliche nach neuesten Erkenntnissen. Das heißt also ganz simples Ziel, ist derzeit der Blutdruck im grünen Bereich, dann soll er das auch bleiben. Wenn man gesund ist, ist das Ziel, gesund zu bleiben.
Und ansonsten ist das Ziel natürlich eine Blutdruckabsenkung unter 140. Ganz ähnlich beim BMI, da gibt es sogar beide Fälle. Es gibt natürlich auch den ebenso gefährlichen und bedrohlichen Fall des Untergewichtes. Er ist nur statistisch wesentlich seltener als der andere, die sogenannte Adipositas. Klingt ein bisschen freundlicher als, ja, man ist halt zu dick, gemessen über den Body Mass Index, über den BMI. Und hier ist natürlich auch ganz klar jeweils das Ziel, auf das Normalgewicht zu kommen, beziehungsweise die Adipositas, das Übergewicht ein wenig zu vermindern und damit sozusagen etwas in Richtung Gesundheit zu tun. Auch hier geht es also um international genormte Standards, also das erfindet nicht ein einzelner Krankenversicherungsträger, sondern hier nehmen wir das eigentlich aus der evidenzbasierten Literatur, um hier festzulegen, was sind normale Bereiche. Ganz klar, was uns hier natürlich auch zum Teil entgegengehalten wurde, naja, der Hermann Mayer wird den BMI nicht schaffen, obwohl er an sich sehr gesund ist. Es ist natürlich ganz klar, dass in besonderen ausgerissenen Fällen, wie zum Beispiel bestimmte Leistungssportbereiche, man hier natürlich andere Maßstäbe anlegen muss. Aber ich sage mal so, wir als Normalverbraucher sind in diesem Bereich des BMI Normalgewicht nach der gängigen Literatur anzusiedeln. Bewegung, keine Frage, auch hier abgestufte Vorgaben, wenn man derzeit überhaupt keine vernünftige Bewegung, also sozusagen außer zum Esstisch und zurück macht, ist also das Ziel zunächst einmal in erster Näherung gelegentliche Bewegung. Es hat überhaupt keinen Sinn, einen Menschen, der derzeit überhaupt nichts im Ausdauerbereich macht, zu erklären, er soll jetzt einen Halbmarathon laufen oder ähnlichen Unsinn, sondern es geht hier immer um eine schrittweise Hinführung. Wenn es eine gelegentliche Bewegung gibt, ist das Ziel, okay, das Ganze regelmäßig hinzubekommen und eine entsprechende Regelmäßigkeit hineinzubekommen. Wenn bereits jemand regelmäßig Ausdauersport macht und Bewegung macht, ist wiederum in diesem Sinn das Ziel, okay, bitte beibehalten, nicht nachlassen, so belassen, dann ist das Gesundheitsziel aus unserer Sicht erreicht. Beim Rauchen ist es eigentlich so, dass in der gesamten Literatur es kein bekömmliches Rauchen oder harmloses Rauchen gibt. Ein solches ist nicht zu finden. Daher hat sich unser Haus darauf verständigt, dass Rauchen insgesamt sozusagen das Aufgeben des Rauchens zum Ziel zu erklären. Das heißt, hier ist nicht der Weg, dass man sagt, na halt ein bisschen weniger oder wie auch immer oder nur in der Früh oder nur am Abend, sondern hier wäre die Vorgabe tatsächlich, das Rauchen aufzugeben. Und abschließend natürlich Gesundheitsziel Alkohol. Hier sind wir nicht diesen Weg gegangen zu sagen, komplett weg vom Alkohol, sondern hier gibt's nach einem gewissen Selbstaudit-Fragebogen das Ziel, einen problematischen Alkoholkonsum in diesem Auditbereich in einen entsprechend unproblematischen in eine unproblematische Bandbreite zu verlegen und damit also den Alkoholkonsum in einen Bereich zu bringen, wo offenbar das aus medizinischer Sicht noch darstellbar ist. Es geht hier natürlich auch ein bisschen darum, dass es nicht ganz als zumutbar bzw. sinnvoll erachtet wurde, zu sagen, ja, das einzig mögliche Gesundheitsziel wäre überhaupt kein Alkohol, wurde uns eigentlich als unrealistisch dargestellt und daher unsererseits auch nicht vorgesehen. Es geht hier also auch natürlich wiederum um das Thema Eigenverantwortung und jede oder jeder sollte selbst wissen, wo hier eine vernünftige Grenze ist. Sie sehen, wir werden hier natürlich auch nicht kriminalpolizeilich unterwegs sein, sondern es geht hier um Selbstauskünfte. Das heißt, der Versicherte sagt bei der Ärztin oder beim Arzt, wie sich das positiv entwickelt hat,
erklärt also, dass das Rauchen Geschichte ist gegebenenfalls oder dass auch nach der Selbstevaluierung der Alkoholkonsum entsprechend im grünen Bereich ist. Ja, beim BMI, den kann man natürlich relativ gut bestimmen auch. Also das ist natürlich ein bisschen ein härteres Thema, weil es natürlich ein einfaches ist für die Ärztin, für den Arzt, diesen zu bestimmen. Blutdruckmessung, ja, kann man auch daheim recht gut machen. Also das sind alles Faktoren, die man selbst in der Hand hat. Und wir erhoffen uns über diese kleine Initiative, dass wir unseren Teil des versicherten Klientels, also unsere Selbstständigen, hier einen Denkanstoß geben können in Richtung Selbstverantwortung für die Gesundheit, in Richtung Prävention. Insofern ist sehr wohl der Weg auch ein bisschen das Ziel. In dem Moment, wo man sich über diese Dinge Gedanken macht, hat man einen völlig anderen Zugang zur eigenen Gesundheit und wird dann vielleicht aufhören, das Auto besser zu behandeln als den eigenen Körper. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus